und 30.000 Bewerbern zu sein, das ist schon ziemlich cool. DSDS-Gewinner Daniel Schumacher hat das geschafft. Jetzt ist er natürlich dauernd unterwegs. Auftritte, Autogrammstunden, Fotoshootings und vieles mehr. Zwischen all dem Stress hat er sich aber Zeit für Logo genommen, um viele Fragen zu beantworten, die ihr auf unserer Internetseite gestellt habt. Hallo liebe Logo-Zuschauer, ich bin's der Daniel von DSDS. Seinen Namen muss er ja eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Fast jeder kennt ihn, Daniel Schumacher, Deutschlands neuen Superstar. Nur er selbst hat sich noch gar nicht so richtig an Superstar-Sein gewöhnt. Immer von Show zu Show gedacht. Ich hatte mir irgendwie gedacht, dass ich jetzt hier gewinnen könnte oder so. Ja, ich bin eh schon im Finale, so. Das habe ich echt nie gedacht. Und ich habe immer Angst gehabt, jede Show, dass ich rausfliegen könnte. Weil DSDS ist einfach so unberechenbar. Jetzt hat's ja geklappt. Gerade hat Daniel das Video zu seiner ersten Single Anything But Love gedreht. Im Song geht's um die Liebe. Im wahren Leben ist Daniel aber im Moment nicht verliebt. Ich hatte vor DSDS eine Freundin, habe dann unabhängig von DSDS mit ihr Schluss gemacht. Das hat eigentlich geklappt. Wir sind immer noch Freunde und zurzeit bin ich solo und ich habe auch momentan irgendwie so keine Zeit, glaube ich, dafür. Und ich finde es auch, glaube ich, ganz gut, weil ich glaube, während so einer DSDS-Staffel wäre es auch schwer gewesen, wenn man eben wirklich die Familie auch nicht viel sieht und dann so eine Freundin, so eine junge Beziehung wird dann echt, glaube ich, ganz schwer. Ist schon nicht schön für die Freundin. Und von dem her ist es, glaube ich, ganz okay, dass ich gerade solo bin und dass ich da irgendwie kein schlechtes Gewissen haben muss, irgendjemandem gegenüber. Seit seinem Sieg bei Deutschland sucht den Superstar sind Daniels Tage vollgepackt mit Terminen und Auftritten. Zum Glück braucht er wenigstens morgens im Bad nicht so lange für sein Styling. Ich gehe ins Bad, putze meine Zähne, wasche mein Gesicht kurz und meine Haare ist echt ohne Witz. Ich mache einmal kurz, kannst du ja kurz vorführen. Ich mache morgens immer den hier und dann mache ich den hier. Und dann passt. Und dann mache ich so und dann passt. Total unkompliziert. Gut so, dann bleibt Daniel mehr Zeit für seine Musik. Als nächstes geht's erstmal ab ins Studio. Sein erstes Album soll Ende Juni erscheinen. Sehr praktisch mit der Frisur, wenn das bei mir doch auch so klappen würde. Ja, und ein noch längeres Interview von Daniel Schumacher, in dem er noch mehr eurer Fragen beantwortet, findet ihr morgen bei uns im Netz auf logo.tv.de. Aber auch heute gibt es dort schon einiges zu sehen, die Bilder der Woche zum Beispiel. Also klickt euch rein und wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, tschüss.